Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppen von Bildern. Das, was klar mit einer Stimme unter den Gelehrten verboten ist, sind die Tamathil, das heißt die Skulpturen, und sind auch die Zeichnungen mit der Hand. Bedeutet, jede Skulptur, Lebewesen. Und jede Zeichnung von einer Person, Lebewesen. Oder einem Tier, Lebewesen. So sind sie mit einer Stimme aller Gelehrten verboten. Man darf nicht eine Skulptur errichten von einer Person oder einem Lebewesen. Sei es auch eine Katze, sei es auch ein Engel oder sonstiges, was wir heute vorfinden. Was die Bilder, die wir in der heutigen Zeit kennen, was diese anbelangt, so gibt es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Und das hat damit zu tun, dass manche Gelehrte argumentiert haben, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild macht mit dem Handy, mit der Kamera oder sonstiges, dieses Bild ist, als ob man in einem Spiegel hereinschaut, das ist die exakte Spiegelung der Schöpfung. Insofern hat man nichts an der Schöpfung geändert. Die anderen haben das abgewiesen und sie kamen mit den allgemeinen Beweisen, wie das der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die am strengsten bestraftesten Yaumul Qiyamah sind die Bildermacher. Und diese Überlieferungen, die ich jetzt aufzähle, sind alle entweder im Sahih von Al-Bukhari oder von Imam Muslim. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, La'anallahu al-Musawirin, Allah soll die Bildermacher verfluchen, subhanahu wa ta'ala. Und sie kommen mit dem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kullu musawirin finnar, ein jeder Bildermacher ist im Höllenfeuer. Sie sagen, das geht hier nicht darum, ob das ein 3D-Bild, ob das eine andere Art von Bild ist. Der Prophet sallallahu alaihi sagte allgemein Bild. Und in einer authentischen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Bildermacher werden yawmul qiyama am härtesten bestraft, und es wird zu ihnen gesagt werden, macht euer Erschaffenes lebendig. So haben sie gesagt, das sind allgemeine Verbote vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist das nicht erlaubt, dass man diese Bilder macht. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Aussage der Gelehrten nehmen, die das erlaubt haben, diese Bilder zu machen, sei es mit dem Handy, sei es mit der Kamera, so haben sie auch mit den anderen ein gemeinsames Urteil, dass es in jedem Fall verboten ist, die Bilder aufzuhängen, wenn es sich um Lebewesen handelt. So haben sie ebenfalls, wie auch diejenigen, die von vornherein das Bilderverbot streng genommen haben, so sagen sie, es ist verboten, diese Bilder aufzuhängen. Mach ein Foto mit dem Handy, mach ein Foto mit der Kamera, aber hängt das Bild nicht auf. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, die Engel betreten nicht ein Haus, in dem ein Hund sich befindet oder ein Bild hängt. Und dieses ist klar, dass auch versucht werden sollte von den Muslimen, die Engel hereinzuholen in ihre Häuser und nicht die Shayatin. Möge Allah azawajal unsere Haushalte reinigen. Und auch verboten, selbst bei denjenigen, die allgemein das Bildermachen nochmals mit dem Handy oder mit der Kamera erlaubt haben, dass man das Bild nachbearbeitet. Wie soll man das Bild nachbearbeiten? Wir haben heute Möglichkeiten, durch Photoshop und andere Programme die Bilder nachzuarbeiten, die Bilder zu bearbeiten, indem man zum Beispiel einem seine Wangen schlanker macht, dünner macht, dass man seine Nase etwas kürzer macht, dass man seine Augen vergrößert oder sogar, wenn er pickelig war, dass man diese Pickel auch entfernen kann. Dieses Nachbearbeitete ist in jedem Fall verboten. Ich fasse zusammen. In jedem Fall definitiv verboten sind die Skulpturen und die handgezeichneten Bilder, die über die Lebewesen handeln. Und selbst bei den Gelehrten, die Bilder machen, allgemein erlaubt haben, mit dem Handy oder mit dem Fotoapparat, diese sagen aber nicht, wenn diese Bilder aufgehängt werden, beziehungsweise wenn diese Bilder nachbearbeitet werden. Und so haben wir auch gewusst, liebe Geschwister, dass das Bilderverbot natürlich ernst genommen werden soll, weil das sind die am stärksten, strengsten, bestraftesten Yaumul Qiyamah. Aber was ist jetzt das Bild? Mal angenommen, jemand hat ein Lebewesen. Ist das der Kopf
Oder ist das der Körper? Nein, wir unterscheiden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, und diese ist in Sahih al-Jami', er sagte, und die Überlieferung hat Ibn Abbas radiallahu anhu getätigt, er sagte, as-suratu ar-ra's, fa-idha quti'a ar-ra's, fala surah. Das Bild ist der Kopf, beziehungsweise das Gesicht. Der Kopf, das Gesicht. Wenn aber der Kopf entfernt wird, ist das nicht mehr ein Bild. Bedeutet, wenn ich nur den Kopf auf dem Bild habe von einem Menschen oder einem Tier, dann reicht das aus, selbst wenn der gesamte Körper nicht vorhanden ist. Das ist ein Bild. Aber wenn ich den ganzen Körper habe, aber der Kopf ist nicht dran, er ist nicht zu sehen, so ist das kein Bild.